Sie lächelt. Wir geben ein Sommerfest, Kathi. An ihrem Geburtstag im Juli. Mit Live-Musik und Tanz. Und wir laden alle ein, die sie gekannt haben. Wir machen ein Lagerfeuer, ein Feuerwerk. Na komm. Ich mag jetzt nicht. Warum nicht? Ich halte das nicht für angemessen. Angemessen? Was weißt du schon, was angemessen ist? Ja, lauf nur weg. Lass Christian in Ruhe. Der Junge hat kein Format. Die ganze Veranstaltung hier hat kein Format. Komm, trink du wenigstens mit mir. Auf unsere kleine Karte. Kaspar, wenn du dich hier nicht wohlfühlst, dann hau einfach ab. Geh raus, geh raus. Haben Sie Angst, dass ich unseren Termin platzen lasse? Entschuldigung. Ich werde nicht lange stören. Ich möchte Ihnen nur mein herzliches Beileid zum Tod Ihrer Tochter aussprechen. Ich glaube, ich kotze gleich. Wo seid ihr? Ihr feigen Ratten! Ich habe mich beim Yoga angemeldet. Ich dachte, du hast jede Form von Sport. Sojasauce? Ich tue das für die innere Balance. Mhm. Ach du Scheiße. Was denn? Am Samstag ist die Demo gegen den Hotelverkauf an die Nazis und ich habe meine erste Yogastunde. Glaubst du, das hilft was? Meine Frauenärztin schwört drauf. Ich meine die Demo. Sollen wir in Ruhe zugucken, wie die Nazis sich hier einnisten? Letztendlich ist es ja auch gut für die innere Balance. Die Demo. Und man fühlt sich doch glatt nochmal wie 20, ne? An deiner Stelle würde ich Samstag shoppen gehen. Was meinst du, wie angenehm leer die Geschäfte sind während der Demo? Ich fahre jetzt zum Notar. Okay, Leo, das reicht mir eigentlich schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Wer ist das? Der Besitzer des Hotels Kaspar Mundorf, der an die Nazis verkaufen wollte. Nicht so dicht. Zwei Schüsse. Einer aus nächster Nähe. Direkt ins Gesicht.
Der Täter wollte sein Opfer auslöschen, vernichten. Beziehungsdrama. Oder politisch motiviert, um den Hotelverkauf an die Nazis zu verhindern. Verrätern schießt man auch das Gesicht weg. So, tut man das? Ja, tut man. Nackenschmerzen? Ja, Zug gekriegt. Schmerzhaft. Und unnötig. Aber es soll ja Menschen geben, die müssen nachts sämtliche Fenster aufreißen. Also, niemand hat die Schüsse gehört. Trotzdem können wir die Tatsache sehr gut eingrenzen. Mundorf war wohl auf dem Weg zum Notar. Um 16 Uhr sollte der Kaufvertrag für das Hotel unterzeichnet werden. Wie? Er lag hier die ganze Nacht und keiner hat ihn vermisst? Was mit seiner Frau? Irgendwann ist man als Mann nicht mehr wichtig. Du gehst mir auf die Nerven mit deinem ewigen Gejammer. Sie ist in letzter Zeit ein bisschen unausstehlich. Hormone. Wechseljahre? Wie alt ist sie denn? Ja, ist was? Nein. Ihr Papa war ihr ein und alles. Woran ist sie gestorben? Juvenile neuronale Zeroid-Lipofuzinose. Die Krankheit ist so unwahrscheinlich wie ein Lottogewinn. Es tut mir sehr leid, Frau Mondorf. Ich habe auch ein Kind und... Ja, ich glaube, das ist seine. Die von ihrem Mann? Die war immer in einem Schrank unten in der Rezeption. Sie bewahren eine scharfe Waffe einfach in einem Schrank auf? Das war Kaspers Idee zum Schutz. Wer wusste von der Waffe? Es war kein Geheimnis. Gestern haben Chaoten da die Scheibe eingeschmissen. Das sind militante Fanatiker, die haben meinen Vater auf dem Gewissen. Gab es dafür konkrete Drohungen? Weiß nicht. Aber der Hass, der meiner Familie entgegenschlägt, ist einfach unglaublich. Und innerhalb der Familie? Da gibt es keinen Hass. Meine Schwester hat mir schon genug Sorgen. Sie studieren in Berlin? Ja, Geschichte. Ich habe vor einiger Zeit meine Magisterarbeit abgeschlossen. Ernst Moritz Arndt und die Nation als verbindliche Sinngebungs- und Rechtfertigungsinstanz. Jetzt muss ich sehen, wie es weitergeht. Waren Sie mit dem Hotelverkauf einverstanden? Wir hatten keine andere Wahl. Ihr Mann hätte an die Stadt verkaufen können. Ja. Also hat es Sie nicht gestört, dass er an Rechtsradikale verkaufen wollte? Es war sein Hotel. Und ich war wirklich... Meiner Tochter ging es wirklich... nicht gut in der letzten Zeit. Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen? Gegen 3:30. Und was haben Sie danach gemacht? Ich habe mich hingelegt. Sie haben sich keine Sorgen gemacht, als Ihr Mann die ganze Nacht nicht nach Hause kam? Nee. Ich war so mit mir beschäftigt. Ich dachte, es geht ihm auch so. Dass er auch irgendwie wohin muss. Seiner Trauer. Ich bin dann nach oben auf mein Zimmer. Ich habe versucht, was zu lesen, aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Hat niemand Ihren Vater vermisst? Herr Dresen hat so 4:20 angerufen. Der war total außer sich, weil mein Vater nicht zum Termin erschienen ist. Warum haben Sie ihn nicht gesucht? Ehrlich gesagt, weil ich dachte, dass er sich irgendwo betrinkt. Warum haben Sie das gedacht? Schwester Jule und ihr Freund Max. Scheiße, Christian. Es war so klar, dass es passiert. Es war klar. Warum war das klar? Wahrscheinlich Nazis, Mann. Herr Max. Hammerson. Herr Hammerson, können Sie kurz draußen warten? Sie auch. Ich würde gerne mit Ihrer Schwester alleine sprechen. Christi, es tut mir wirklich leid, wirklich. Ja, was?
Clara Herz, Mordkommission Lübeck. Mama. Frau Mundorf, war die Waffe hier drin? Ja, ja. Wir brauchen Ihre Fingerabdrücke und die Ihrer Familie. Können wir mit mir anfangen. Haben Sie zum Hotelverkauf eine andere Meinung als Ihr Bruder? Das geht Sie nichts an. Doch, das geht mich was an. Nein! Sie sagen, die scheiß Nazis sind schuld am Tod Ihres Vaters. Ja. Wer sind die scheiß Nazis? Dresden und halt die ganzen Wichser. Aber Herr Dresden und Ihr Vater waren sich doch scheinbar einig. Man lässt sich nicht mit so Leuten ein. Es ist so schwer zu verstehen. Ich muss Fingerabdrücke von Ihnen nehmen. Jetzt bin ich echt total. Mann! Ja, so geht's ja nur auch nicht. Hallo? Moment. Der Streit um den Hotelverkauf reicht bis in die Familie rein. Die Tochter sagt, es seien die Rechten gewesen, die ihren Vater umgebracht haben. Der Sohn behauptet, es waren die Linken. Die Rechten haben aber kein Mordmotiv. Es liegt doch auf der Hand, dass Mundorf gezielt getötet wurde, bevor er das Hotel verkaufen konnte. Du warst doch auch dagegen. Victor auch. Was ist mit mir? Vielleicht haben die Rechten doch ein Motiv. Und wir kennen es noch nicht. Deshalb möchte ich, dass wir auch in diese Richtung ermitteln. Weil es politisch korrekt ist oder warum? Nein. Weil es professionell ist. Professioneller wäre es, wenn wir uns um die wirklich Verdächtigen kümmern. Ich habe das Gefühl, die Familie ist total zerstritten. Da sollten wir ansetzen. Am professionellsten wäre es allerdings, wenn wir bei den Gegnern des Hotelverkaufs ansetzen würden. Entschuldigung, bevor ihr weiter diskutiert. Ich wollte nur sagen, dass die Untersuchung der Fingerabdrücke nichts gebracht hat. Auf der Waffe waren nur die Abdrücke von diesem Kaspar Mundorf. Die auf der Schublade, das waren einfach zu viele. Warte mal. Kaspar Mundorf hatte kein Handy bei sich, als wir ihn gefunden haben. Kannst du dich drum kümmern? Ich? Ja, du. Karrieresprung. Gut, also, was war jetzt mit den Gegnern des Hotelverkaufs? Ja, eigentlich sind das ja 90% aller Lübecker. Ziemlich gute Spur. Gibt's da irgendeinen Ansprechpartner oder jemand, wo die Fäden zusammenlaufen? Ja, der Typ heißt T.N. Tillmann. Sitzt im Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft. T.N. Tillmann? Ja, Tobias Tillmann. Ehemaliger Top-Schwimmer. Hat eine Sportartikel-Marketing-Firma oder so. Wieso? Kennst du den? Ich? Nein. Aber ich kümmere mich um den. Sag mal, was wissen wir eigentlich über diesen Dresen, der das Hotel kaufen will? Der war doch kurz vor dem Mord auch da. Oliver Dresen, geboren 1967 in Hannover, lebt in Berlin, ist Verleger und Historiker und Mitbegründer und Vorsitzender des Deutschen Geschichtsvereins. Hier in Lübeck wohnt er bei Rudolf Markowitz, das ist ein ehemaliger Maschinenbauunternehmer. Der Typ ist steinreich und finanziert nach Informationen des Staatsschutzes diverse rechtsextreme Organisationen und Projekte. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Sie haben sich wochenlang von dem Mundorf auf der Nase rumtanzen lassen. Und jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ich werde Frau Mundorf gegenüber unser Angebot wiederholen und sie wird annehmen. Kann verkaufen an wen sie will. Ja, aber wir haben das bessere Angebot. In Anbetracht der prekären Finanzlage der Familie hat sie gar keine andere Wahl, als an uns zu verkaufen. Wenn sie dem Druck der Öffentlichkeit nachgeht? Die Frau hat im Moment andere Probleme. Die wird froh sein, wenn ich ihr ein schnelles und faires Angebot mache. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Dankeschön. Bitte. Herr Schulte. Ja. Kennen Sie Herrn Dresen? Ja. In welchem Verhältnis stehen Sie zu ihm? In gar keinem.
Woher kennen Sie ihn? Vom Sehen. Haben Sie auch schon mal mit ihm gesprochen? Ja, kurz. Sie können fahren. Dankeschön. Entschuldigung. Ich würde Sie gerne reinbitten, aber Herr Markowitz ist gesundheitlich angeschlagen. Herr Dresen? Ja, Oliver Dresen. Marion Ahrens, Kripo Lübeck, meine Kollegin Clara Herz. Hallo. Hallo. Sie kommen wegen Herrn Mundorf. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Gestern, als ich seine Familie kondoliert habe. Wann war das genau und wo? Zwischen 3:30 und 4:30 im Hotel. Was haben Sie dann gemacht? Ich bin zum Notar, zu Fuß. Gibt es dafür Zeugen? Den Notar, seine Sekretärin, vielleicht Passanten. Haben Sie ein Auto? Nein, ich habe keinen Führerschein. Warum sind Sie eigentlich so scharf auf diesen hässlichen Kasten? Das Hotel ist für meine Zwecke ideal. Braunen Müll kann man überall in hohle Birnen stecken. Also das Niveau meiner politischen Gegner ist teilweise erschütternd. Wurden Sie oder Herr Mundorf bedroht? Nicht direkt. Nur die üblichen öffentlichen Anfeindungen. Ach, und wundert Sie das? Ihr deutscher Geschichtsverein wird vom Staatsschutz als rechtsextreme Organisation eingestuft. Sie persönlich wurden bereits 2-mal wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Ich wäre mich entschieden dagegen, dass man in diesem Land gleich als Nazi bezeichnet wird, nur weil man sich kritisch mit der vorherrschenden Geschichtsschreibung auseinandersetzt. Sie verharmlosen Nazi-Verbrechen! Wie viel haben Sie der Familie Mundorf geboten? 1,6 Millionen, das stand in jeder Zeitung. Wenn Sie keine Fragen mehr haben... Vorerst nicht, danke schön. Bitte schön. Wie kannst du nur so ruhig mit dem reden? Es ist nicht unsere Aufgabe, politische Diskussionen zu führen. Du, ich sage, was ich denke, auch im Job. Ja. Wenn du das Hotel an Dresen verkaufst, ist das Geld morgen auf dem Konto. Ich könnte ihn anrufen. Der Vertrag muss nur auf deinen Namen umgeschrieben werden. Du bist die Alleinerbin. Wenn du willst, übernehme ich das für dich. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe damit! Mama, warum lehnst du das Erbe nicht einfach ab? Hm? Ich meine, auf dem Hotel sind die ganzen Hypotheken, dann auch noch Papas Privatkredit. Oder hast du ihn mit unterschrieben? Ich nehme das Erbe an und bezahle die Schulden. Gut. Prima. Aber nur wenn du an Dresen verkaufst, kannst du die ganzen Schulden abbezahlen. Chrissy, Mama verkauft an die Stadt. Warum denn? Die bezahlen 100.000 Euro weniger. Ich wusste gar nicht, dass du so geldgeil bist. Schluss jetzt, ich will nichts mehr hören. Mama, du musst eine Entscheidung treffen. Du kannst dich jetzt auch nicht mehr hinter Kathi verstecken. Ich meine, alle hatten immer Mitleid mit dir. Die Arme, die sich um ein behindertes Kind kümmern muss. Ist doch toll für dich. Du brauchst dich wenigstens nicht um deine beschissene Ehe zu kümmern. Und auch nicht um uns. Ich meine, sowieso immer scheißegal. Mann! Weißt du, dass dünne Frauen schneller altern? Du weißt ja, dass Chlor die Hirnzellen zerstört. Du! Ist das schön, dich zu sehen. Du siehst ja umwerfend aus. Und du bist doch genauso bescheuert wie früher. Hast du einen Freund? Ich hab dich gefragt, ob du Kaspar Mundorf kanntest. Ich habe nur ein paar Mal mit ihm telefoniert. Und? Nein, kein Freund. Aber du hast dich doch ziemlich ins Zeug gelegt, dass er sein Hotel an die Stadt verkauft. Ich habe politisch Druck gemacht. Aber die Verhandlungen müssen andere führen. Gehst du am Sonntag mit mir segeln? Warum bist du eigentlich in der Politik? Du hast doch überhaupt keine Gesinnung. Ich bin jetzt erwachsen, Clara. Bin ich mir derselbe, übernehme Verantwortung für das Gemeinwohl. Ja, ich bin auch sehr erwachsen geworden. Ich rede zum Beispiel lange nicht mehr so viel wie früher.
Warum hat Mundorf eigentlich die ganze Stadt gegen sich aufgebracht? War der so geldgeil oder war der so blöd? Keine Ahnung, was den geritten hat. Ich kannte ihn ja nicht. Was auch immer alles. Gerüchte, Clara. Nur Gerüchte. Man sagt, er war ein unreifer Charakter. Er hat das Geld zum Fenster rausgeschmissen und alles gevögelt, was ihm vor die Flinte kam. Im Gegensatz zu mir. Ich will nur dich. Hallo. Hallo. So, hier geht's rein. Hübsch hier. Nein, hier geht's nicht rein. Hier geht's rein. Bist du sicher? Ja. Oh. Lass mich mal. Ja. Das hätte ich auch gekonnt. Das hättest du nicht. Hätte ich doch. Das ist nicht gut für mich. Letzte Warnung, Hände weg vom Hotel, sonst seid ihr die Nächsten, darf ich? Ja, das ist das Demokratieverständnis von diesen sogenannten Antifaschisten. Ja. Wem gilt denn jetzt der Brandanschlag? Ihnen oder dem Herrn Markowitz? Ist das wichtig? Naja, Sie sind ja nur der Strohmann, der eigentliche Käufer des Hotels. Ist er der Herr Markowitz? Er ist immer noch derjenige Käufer, der seinen Namen unter den Vertrag setzt. Naja, aber Sie haben ja kein Geld, das gehört ja dem Herrn Markowitz. Es ist ja schön, dass Sie sich Sorgen um meine Finanzen machen. Was und gegen wen ermitteln Sie denn hier eigentlich? Brandanschlag. Wem gilt der? Opfer. Sie sind ja damals aus der Uni rausgeflogen. Kein seriöser Historiker wollte je mit Ihnen arbeiten. Seriöse Verlage sowieso nicht. Und Ihr Verlag gehört ja dem Oberstummbannführer. Wie geht's Ihnen gut? Sie wirken so desolat. Naja, das sind nur die vielen Informationen, die ich gestern bis tief in die Nacht recherchiert habe. Gut. Unser Land braucht ehrgeizige junge Frauen. Ja. Ich hoffe, Sie finden den Täter. Mir ist kalt. Tschüss. Hallo? Glaubst du, dass der Brandanschlag mit dem Mord was zu tun hat? Das ist ein ziemlicher Unterschied, ob man jemals Gartenhäuschen abfackelt oder das Gesicht wegschießt. Viktor, wir haben was. Moment. Hier. Ja, ja. Das Handy von Mundorf ist nirgendwo aufgetaucht. Frank kümmert sich um die Rufnummernauflistung. Erkältet? Nee, ich tue bloß so. Guck doch nicht so, du bist doch schuld dran. Du solltest mal was für dein Immunsystem tun. Seit Wochen will ich mit dir in die Sauna, aber du kriegst deinen Hintern nicht hoch. Weil ich keine Lust auf Nachtgeärsche habe. Ach, Viktor, du bist so wahnsinnig festgefahren. Er verkraftet einfach nicht, dass ich in den Wechseljahren bin. Ich kann dir sowas sagen. Das geht doch nicht. Halt, nicht so schnell. Was an? Du hast damit gar keine Probleme? Das habe ich überhaupt nie gesagt. So schrecklich vor. Ich würde Hormone nehmen. Ohne Hormone nimmst du so irrsinnig zu. Und dann Hitzewallung, schlechte Laune, Depression. Stopp! Es reicht. Genau das mache ich gerade durch. Und glaub mir, es ist nicht angenehm. Hast du diesen Schwimmer vernommen? Schwimmer? Ach so, ja, der Tillmann. Du! Der hat mir gesagt, dass Dresen nur ein Strohmann von Markowitz ist. Der Alte ist so scharf auf das Hotel, weil sein Elternhaus genau auf dem Grundstück stand. Die gesamte Familie ist bei einem alliierten Bombenangriff ums Leben gekommen. Und sein Vater, der war ein ganz hoher NS-Funktionär. Du, und dann hat er noch erzählt, dass der andere, der... Mundorf, dass der alles gefügelt hat, was ihm vor die Flinte kam. Ach, Mundorf ist fremdgegangen? Exzessiv.
Mama? Hast du einen Moment Zeit? Hey. Hallo. Guten Tag, Frau Hanf. Ich möchte Ihnen mein aufrichtig empfundenes Mitgefühl aussprechen. Ich habe Herrn Dresen gesagt, dass er mit dir über das Hotel reden kann. Ja. Sie wissen ja, dass Ihr Mann und ich uns einig waren. Und ich denke, es wäre in seinem Sinn, wenn wir beide zu Ende bringen, was er begonnen hat. Ich verkaufe an die Stadt. Mama. Es tut mir leid, ich habe mich entschieden. Aber ich habe dir das doch vorgerechnet. Du brauchst mindestens 1,6 Millionen, um von den Schulden runterzukommen. Und Herr Dresen ist der Einzige, der so viel bietet. Ist mir egal. Ich möchte einfach mal wieder aufrecht durch diese Stadt gehen. Ich suche eine Arbeit und dann kann ich auch den Rest der Schulden bezahlen. Entschuldige, Mama, aber du hast keinen Beruf. Ja, aber ich habe Freunde von früher. Die haben mir ein Angebot gemacht, dass ich wieder kellnern kann. Kellnern? Wie naiv bist du eigentlich? Herr Dresen, tut mir leid. Ich habe mich entschieden. Ja, wollen Sie mehr Geld? Ich lege 50.000 drauf. Bar auf die Hand, überlegen Sie mal, 50.000 Euro zu Ihrer freien Verfügung. Damit können Sie Jule die beste Ausbildung zukommen lassen. Es geht nicht ums Geld. Tut mir leid, ich bekomme Besuch. Fitz ist ja nicht geradeaus. Die Liebe und der Suff, das halt drauf. Altes schwäbisches Sprichwort. Aha. Ich habe Dresens Alibi überprüft. Sieht so aus, als hätte er uns die Wahrheit gesagt. Das habe ich befürchtet. Was ist mit diesem anderen, wie heißt der denn? Mit diesem anderen Frettchen? Sven Schulte. Laut Staatsschutz einer der führenden Neonazis hier in Norddeutschland. Sogenannter Kameradschaftsführer. Und ein echtes Organisationstalent. Taucht überall da auf, wo rechte Schlägertrupps mitmischen. Vorstrafen wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Besorgen wir mal sein Alibi. Wieso? Der hat doch überhaupt kein Motiv. Marion zuliebe. Die Rufnummernauflistung von Mundorfs Handy. Die letzten Anrufe sind alle von Oliver Dresen. Aber bis vor 8 Tagen hat Mundorf ausgesprochen häufig mit einem Schwimmer telefoniert. T.N. Tillmann. Besorg mir mal den Zugang zu Mundorfs Handy-Mailbox. Ich möchte mal wissen, was der Dresen ihm da so draufgesprochen hat. Vielleicht, was T.N. Tillmann so draufgesprochen hat? Kennen Ihr Sohn und Dresen sich eigentlich aus Berlin? Christian hat am Anfang seines Studiums eine Arbeit über die alliierten Luftangriffe auf Lübeck geschrieben. Und Teile davon wurden hier in der Zeitung veröffentlicht. Da ist dieser Markowitz auf ihn aufmerksam geworden und hat ihm ein Praktikum bei Dresen verschafft. Und jetzt benutzen die beiden ihren Sohn als Mittelsmann für den Hotelkauf. Christian glaubt, dass es unser Bestes ist, was er für uns tut. Und was glauben Sie? Ich verkaufe an die Stadt. Wie gut, dass Sie das jetzt selbst entscheiden können. Ihr Mann hat Sie betrogen. Nein. Er hatte nur andere Frauen. Er hat daraus nie ein Geheimnis gemacht. Tja, das ist ja noch schlimmer. Er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, sie anzulügen? Aus Respekt? Wenn ein Mann es nicht für nötig hält, seine Frau anzulügen, dann ist das ein Zeichen von Respektlosigkeit. Ihr Mann lügt sie an? Ja, wir haben uns schon gegenseitig angelogen, ja. Um uns zu schützen. Das verstehe ich nicht. Frau Mundorf, jemand hat Sie betrogen. Er hat das Geld zum Fenster rausgeschmissen. Er hat Sie in der ganzen Stadt unmöglich gemacht. Sie müssen kellnern. Sie sind über 40. Ich bin über 50.
Sie müssen kellnern, um über die Runden zu kommen. Das ist doch nur der Anfang. Außerdem ist das meine Entscheidung. Und das Lokal, in dem ich arbeite, das ist ein sehr gutes Lokal. Kennen Sie den Travekrug? Ihr Mann hat Sie in die Scheiße geritten, Frau Mundorf. Nein. Ich möchte Ihnen was zeigen. Kommen Sie mit. Kommen Sie. Kaspar hat immer ganz groß gedacht. Der wollte aus unserem Hotel ein Designer- und Wellness-Tempel machen, ein Hotel der Spitzenklasse. Aber die Anträge stellen und Genehmigungen einholen, das war ihm einfach zu blöd. Er hat einfach angefangen zu bauen. Und das hat die Stadt sich nicht bieten lassen. Und dann gab es Krieg. Also Kaspar gegen die Stadt und die Stadt gegen Kaspar. Da hat er keine Chance gehabt. Und deshalb wollte er an die Nazis verkaufen? Um die Stadt zu ärgern? Ja, so ist er. Hat er dabei auch an Sie gedacht? Ich habe Kaspar immer geliebt. Der kümmert sich nicht drum, was andere denken oder sagen. Der macht einfach, was er will. Der hat versucht, sich seine Träume zu verwirklichen. Ja, wenn er dabei auf die Nase gefallen ist, dann ist er wieder aufgestanden und hat was Neues gemacht. So ein Mann kann sehr beeindruckend und faszinierend sein. Solange man nicht mit ihm verheiratet ist und behindertes Kind hat. Was wäre denn aus Ihnen und Ihrer Familie geworden, aus Ihrer Ehe, wenn Sie ein krankes Kind gehabt hätten? Hätten Sie dann Ihren Beruf weiter ausüben können? Oder was ist mit Ihrem Mann? Hätten Sie sich auf den verlassen können? Oder wäre er einfach abgehauen, wie es die meisten Männer machen in so einer Situation? Du kanntest Mundorf also nicht. Richtig. Clara, würdest du bitte mal... Warum hast du dann so oft mit ihm telefoniert? Ist sie jetzt am Sonntag mit mir segeln? Nein. Und wenn ich alles gestehe? Ich habe keine Zeit für deine Spielchen. Heute Nacht haben dir meine Spielchen aber gefallen. Antworte mir. Ich hab doch gesagt, dass ich mit ihm telefoniert habe. Du hast so getan, als hättest du ein, zwei Mal mit ihm gesprochen. Dabei hast du ständig mit ihm telefoniert. Ich denke nicht, dass ich das getan habe. Doch, hast du. Warum hätte ich das denn tun sollen? Weil du mir nicht die Wahrheit sagen möchtest? Dafür gibt's gar keinen Grund. Gehen wir heute Abend essen? Worüber habt ihr geredet? Über den Hotelverkauf. Ach. Um wie viel Uhr? Was habt ihr da genau besprochen? Ich habe alles versucht, dass er zu einem moderaten Preis an die Stadt verkauft. Ich habe an sein Gewissen appelliert, ich habe ihm geschmeichelt, ich habe ihm gedroht. Gedroht? Womit denn? Dass ihn niemand in der Stadt mehr leiden kann. Ich hole dich um 7 Uhr ab. Und zieh dir ausnahmsweise mal was Nettes an, ja? Du, gestern, das war einmalig. Ich weiß. Einmalig bedeutet einmalig. Es kommt nie wieder vor. Clara? Hm? Ich hab was. Was gibt's denn? Wieso erzählt ihr das überall rum? Die Leute gucken mich schon ganz mitleidig an. Wovon sprichst du denn? Von Marions Zustand. Was ist das? Das ist der Drohbrief aus Markowitzgarten. Nein, ich meine das hier. Holzstaub. Holzstaub? So wie er in der Schreinerei vorkommt. Ja, das Schriftbild ist auch ziemlich signifikant. Stammt von einem alten Tintenstrahldrucker. Du findest übrigens nicht, dass dir das peinlich sein muss. Aber ich habe keine Lust, mit meinen Kollegen
sprechen, über die hormonellen Probleme meiner Frau zu diskutieren. Victor, war es dir damals auch peinlich, als Marion schwanger war? Nö, das war ja was ganz anderes. Siehste, du hast kein Problem mit den Hormonen, du hast ein Problem im Älterwerden. Jetzt sag ich dir mal was. Du denkst, wohl dich trifft es nie was. Das kommt schneller, als du denkst. Wart's nur ab. Bis dahin bist du längst pensioniert. Mal kurz unterhalten? Ja, was gibt's? Wo waren Sie gestern Nacht? Ich war zu Hause, ich war im Bett. Warum? Gibt's dafür Zeugen? Hä? Eine Zeugin wird mir ja schon reichen. Nein, ich war allein. Jule war zu Hause. Hey, hey, was soll das? Das geht nicht. Hey, wenn man hier rum will, dann braucht man auch so, wie heißt es? Man braucht so einen richterlichen Beschluss. Gefahrenverzug. Was? Darf ich mal? Entschuldigung, was soll das? Total bescheuert. Herr Hammersen. Letzte Warnung, Hände weg vom Hotel, sonst seid ihr die Nächsten. Könnte sein, dass der Verfasser dieses Briefes auch der Mörder von Herrn Mundorf ist. Oder nicht? Wie Sie haben Max verhaftet. Ja, was passiert jetzt mit ihm? Er bekommt eine Anzeige wegen Brandstiftung. Und wegen dem Mord an ihrem Vater wird Haftbefehl gegen ihn erlassen. Wir haben genug Indizien. Das heißt, er kommt in den Knast? In U-Haft. Ihr Freund liebt sie sehr. Ich glaube nämlich, das hat er alles nur für sie gemacht. Deswegen wollte ich es Ihnen auch persönlich sagen. Es tut mir sehr leid. Warten Sie! Ich habe das Ding geworfen. Max hat damit nichts zu tun. Ich habe auch den Drohbrief geschrieben. Ich nehme doch selber einen Computer. Mein Drucker war kaputt. Ich richte Ihrem Freund aus, dass Sie für ihn lügen. Sie müssen mich schon überzeugen. Ja. Mit dem Benzin habe ich den Molly gebaut. Und wie? Wie? Mann, ich habe eine Flasche genommen, habe einen Lappen reingetan, Benzin rein, angezündet, peng. Warum haben Sie das gemacht? Die Nazis mischen ja alle unsere Kneipen auf. Die grölen ihre Scheißparolen, die verprügeln Ausländer. Die Vorstellung macht mich krank. Ja. Ist das schlimm, dass Ihr Vater ausgerechnet an die Nazis verkaufen wollte? Wusste er, was er Ihnen damit antut? Mann, das hat ihn einen Scheißdreck interessiert. Dem war nur wichtig, dass er genug Geld zum Verprassen hat. Sie sind wütend, weil er sie nicht so sehr geliebt hat, wie Sie es sich gewünscht haben. Ich bin wütend, weil er ein Arsch war. Und deswegen habe ich ihn auch umgebracht. Hier habe ich auf ihn gewartet. Er ging so zum Auto. Und mein Vater, der ging nicht nur, der schlenderte. Lässig. Mein Vater war sehr lässig. Ich so... Hallo, Papa. Er dreht sich um. Ich ziele auf ihn. Er lacht. Hey, Schätzchen, was ist mit dir los? Ich so, Mann, Papa, du machst uns alle krank. Aber Julchen, ich will doch nur euer Bestes. Unser Bestes ist dein Tod. Peng! Peng!
Ich habe ein Virus. Du lügst. Du lügst. Warum hast du mich wegen Mundorf angelogen? Ach, papalapap. Das erinnert mich an früher. Wir sind nicht gut voneinander. Perfekte Paare ergänzen sich positiv. Wir potenzieren uns negativ. Das ist auch Unsinn, Clara. Ich trinke mit niemandem so viel wie mit dir. Trinken wir ab jetzt eben nur noch Milchshakes. Und dir, das ist wie Hochleistungssport. Ich wünschte, es wäre anders, aber gut, dann wäre es natürlich auch nicht mehr so besonders. Aber du gibst zu, dass es was Besonderes ist, ja. Wir sind nicht alltagstauglich. Puls! Wir sind beide im selben Boot, Tresen. Sie brauchen das Hotel, damit der Alte ihnen nicht in den Arsch aufreißt. Und ich brauche den Schuppen für meine Jungs, als Schulungszentrum. Tja, die Zeiten ändern sich. Harte Jungs, die schwule und linke Zecken klatschen, die haben wir genug. Was wir brauchen, sind junge Männer mit Auftreten. Computerspezialisten, Multiplikatoren. Wie ihre Schulungszentren aussehen, das weiß ich. Wegen Computerkurse, Saufgelage. Sie sind so ein arrogantes Arschloch. Wenn Sie weiter so machen, dann fliegen Sie noch gewaltig auf die Schnauze. Jetzt kommen Sie mal zur Sache, mir ist kalt hier. Ich will Ihnen helfen. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Sie wollen sich doch nicht die Hände schmutzig machen, oder? Suum cuique. Jedem das Seine. Das Latein. Schon mal gehört? Ich habe Sie durchschaut, Dresen. Ich weiß, wie sehr Sie es genießen, den großen rechten Vordenker zu spielen. Sie sind ein alter Fatzke. Sie sind so eitel, dass es Ihnen wehtut, wenn Sie von den Bürgerlichen Haue kriegen. Sehen Sie, und genau das, das ist Ihre Schwachstelle. Nur gut, dass wir nicht über Ihre Schwachstellen reden, sonst wären wir nächste Woche noch hier. Wir haben ja noch eine Menge Humor, Ihnen geht doch der Arsch aufs Grundeis. Also, sollen wir ein bisschen Druck machen? Ich brauche Ihre Schläger nicht. Sind Sie sich da sicher? Ja, bin ich. Jule hat ihren Vater nicht umgebracht. Die Szene, die sie mir da vorgespielt hat, die hat nicht stattgefunden. Also außer in ihrem Kopf. Woher weißt du das so genau? So offensichtlich. Ach so. Sie ist eher zu ehrlich. Die verstellt sie nicht. Außerdem ist sie jung. Die kann auch weggehen, so wie ihr Bruder. Im Gegensatz zu ihrer Mutter, zu Anna Mundorf. Du hältst Anna für die Mörderin? Ja. Ja? Sie hat jahrelang zugeschaut, wie ihr Mann gemacht hat, was er wollte. Aber der Hotelverkauf hat es fast zum Überlaufen gebracht. Außerdem war sie durch den Tod ihrer Tochter in einer Ausnahmesituation. Sie hat ihn geliebt. Ach so. Na ja, das ist natürlich ein super Argument. Marion, es gibt auch homöopathische Präparate gegen die Wechseljahre. Raus! Raus! Musik für Papas Begräbnis aussuchen? Katharina hatte auch keine Musik. Ja, aber Papa würde es mögen. Nein. Wenn du meinst, es wäre zu teuer, ich... Jetzt fang nicht wieder damit an, bitte. Ich habe schon telefoniert mit dem Büro vom Bürgermeister. Der Verkauf an die Stadt geht klar. Mama... Bitte. Das, was über Dresen erzählt wird, sind bösartige Verleumdungen. Ich kenne den Mann, der ist absolut integer. Du müsstest mal erleben, wie der mit uns Studenten arbeitet, oh, jetzt der uns fördert. Wach doch mal auf, Christian. Das ist, der erzählt euch Sachen da dort. Das ist nichts für dich. Nur weil er sagt, dass auch wir Deutschen gelitten haben? Nur weil er sagt, dass der Bombenkrieg auf deutscher Städte ein Kriegsverbrechen war? Christian, ich habe keine Kraft mit dir, darüber zu streiten. Ich verkaufe an die Stadt. Wenn du das tust, bist du noch dümmer, als ich dachte.
Du schadest einem Menschen, der es nur gut meint mit unserer Familie. Jetzt red doch keinen Unsinn, weißt du, dein toller Freund, der verteilt keine Almosen. Du musst nicht alles glauben, was der dir erzählt. Hältst du mich etwa für blöd? Für Papa war ich auch die größte Enttäuschung seines Lebens. Hat er mir selbst gesagt. Nicht etwa Kathi, nein. Ich war die größte Enttäuschung. Ich studiere in Berlin. Ich kenne Dresden und die Vorwürfe gegen ihn. Aber ich kenne auch die Gegenseite. Und du? Du bist die ganzen Jahre aus deinen vier Wänden hier nicht rausgekommen. Hast du mal ein Buch gelesen oder eine vernünftige Zeitung? Christian. Nein! Du bist ungebildet und dumm! Christian! Christian! Komm! Christian, ich liebe dich. Ganz egal, was du bist oder wie du bist. Verstehst du mich? Nein. Brandanschlag verübt. Ja, ich weiß. Sie hat es mir gestanden. Ist sie da jetzt vorbestraft? Das kommt drauf an, wie der Richter den Vorfall bewertet. Es ist schrecklich. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas macht oder kann. Das weiß gar nichts. Sie haben so lange zugeguckt, bis die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten war. Was meinen Sie damit? Ich meine den Mord an Ihrem Mann. Meinen Sie, denken Sie etwa, dass ich schuld an seinem Tod bin? Ihr Mann ist davon galoppiert und hat die ganze Familie hinter sich hergezogen. Direkt auf den Abgrund zu. Und dann hat jemand die Notbremse gezogen. Aus der Familie? Niemand aus der Familie hat Kaspar getötet. Sind Sie sicher? Ja. Ich kann einfach nicht glauben, dass Ihnen Ihre Kinder so egal sind. Haben Sie die Diplomarbeit von Christian gelesen? Nein. Sollten Sie. Ihr Sohn steckt nämlich mit einem Bein schon im braunen Sumpf. Und Jule ist ein junges, idealistisches Mädchen. Sie war zutiefst beschämt über die Pläne ihres Vaters. Sie war verletzt. Fühlte sich ungeliebt, missachtet. Das kann Ihnen doch nicht alles entgangen sein. Natürlich nicht. Und warum haben Sie nichts getan? Ich hatte keine Kraft. Vielleicht haben Sie mit letzter Kraft Ihren Mann erschossen. Ach, glauben Sie, dass ich jetzt eine bessere Mutter wäre, wenn ich das gemacht hätte, ja? Jetzt, wo er tot ist, können Sie selbst entscheiden, an wen Sie verkaufen. Sie können sich auch wieder Ihren Freunden zuwenden. Ohne Angst, blamiert zu werden. Entschuldigung, halten Sie mich bitte nicht für größenwahnsinnig oder arrogant, aber vor wem soll ich mich denn noch blamieren? Die Zeiten sind vorbei. Es interessiert mich überhaupt nicht, was die Leute denken. Na, wenn ich jetzt nicht tue, was ich will, wann denn dann? Danke. Haben Sie ihn umgebracht? Nein. Gott. Aber ich hätte mich doch von ihm getrennt nach dem Tod unserer Tochter. Wieder nach Schweden. Hm?
Unser Sohn, der lebt schon seit Jahren in Schweden und mein Mann und ich verbringen jetzt gar nichts damit zu tun. Wir verbringen den Urlaub immer da und ich will da nie wieder hin. Danke, wiedersehen. Clara? Ja? Solltest du dir dringend mal die Mailbox-Aufzeichnung von Mund aufs Handy anhören? Aha. Spiel ab. Herr Mundorf, hier ist Oliver Dresen. Es ist 10:50, wo bleiben Sie denn? Dresen nochmal. Verdammt, Mundorf, wo treiben Sie sich rum? Wir sind schon fast 20 Minuten überfällig. Die anderen Ansagen haben in etwa denselben Inhalt. Und was ist daran jetzt so dringend? Es gibt noch andere Nachrichten, ältere Nachrichten, die nicht gelöscht wurden. Von Dresen? Nein. Von Mr. Dynamite. Herr Tillmann, gute Nachrichten, Herr Mundorf. Es ist mir gelungen, den Bürgermeister zu überzeugen. Die Stadt ist jetzt doch bereit, 1,5 Millionen rauszurücken. Das ist doch ein nettes Angebot, mit dem Sie jetzt zu Dresen gehen können. Er wird mit Sicherheit wieder was drauflegen. Sie wollten bei dem Hotelverkauf mit abkassieren. Kein schlechter Plan. Sie üben auf die Stadt politischen Druck aus, das Hotel selbst zu einem überteuerten Preis zu kaufen, damit die Nazis es nicht bekommen. Das heißt, Sie haben mit Mundorf gemeinsam den Preis gezielt nach oben getrieben. Und völlig egal, wer am Ende den Zuschlag bekommt, Sie kassieren eine fette Provision. Hat Herr Mundorf Sie mit dieser Aufzeichnung erpresst? Ja, was soll das? Herr Tillmann, Sie stehen unter Mordverdacht. Sag mal, spinnst du? Du kennst mich doch. Und nenn mich nicht Herr Tillmann. Hast du was mit dem? Mario und ich. Warum weiß ich das nicht? Und aufs Handy ist weg. Wahrscheinlich hat es der Mörder mitgenommen. Warum sollte er sowas tun, Herr Tillmann? Was weiß ich, was Mörder machen? Okay, Clara. Ich gebe zu, ich war scharf auf das Geld. Das war falsch. 50.000 auf die Schnelle, das war wohl zu verführerisch. Herr Tillmann, wenn Mundorf mit diesen Mailbox-Aufzeichnungen an die Öffentlichkeit gegangen wäre, hätte das Ihr politisches und geschäftliches ausbedeutet. Sie wären ins Gefängnis gewandert. Haben Sie deshalb Mundorf umgebracht und sein Handy weggeschmissen? Da können wir mal eben mit dem Affenzirkus aufhören. Schalten Sie bitte mal das Ding aus und lassen Sie mich mit Ihrer Kollegin allein, ja? Meine Kollegin bleibt hier. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Und was ist mit dem Ding da? Frau Herz hat nichts zu befürchten. Als sie mit Ihnen geschlafen hat, standen Sie noch nicht unter Mordverdacht. Ich dachte, es ist dir vielleicht peinlich, aber gut. Du hast recht behalten. Mit mir kann man keine Beziehung führen. Ich bin ein Betrüger. Mich erschüttert vor allem deine Dummheit. Ist nicht besonders sexy, was? Gut, was hast du mir zu sagen? Dass ich dich liebe. Und dafür möchtest du die Vernehmung unterbrechen? Dafür möchtest du meine Kollegin nach draußen schicken? Spinnst du? Du stehst unter Mordverdacht. Clara, ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Mundorf hat den Kontakt zu mir vor 2 Wochen abgebrochen. Er meinte, er könne auf meine Hilfe verzichten. Er habe eine bessere Methode gefunden, um den Preis in die Höhe zu treiben. Frau Mundorf! Christian hat mir gesagt, wo ich Sie finden kann. Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen? Nein, danke, ich habe keine Zeit. Was halten Sie denn von 1,7 Millionen? Nein, ich habe mich entschieden. Dann werde ich offiziell mein Kaufangebot zurückziehen. Mal sehen, ob die Stadt Ihren maroden Kasten dann noch will. Dann denken Sie doch an Ihre Kinder! Ich meine es gut mit Ihnen, Frau Mundorf.
Aber wenn Sie sich weiter so querstellen, dann könnte das sehr unangenehme Folgen haben. Das täte mir sehr leid. Ihre Familie hat schon genug durchgemacht, finden Sie nicht? Stecken sich Ihre Drohung sonst wohin. Schulte. Ja, ich bin das. Wir müssen jetzt noch mal reden, ja? Vielleicht hat er was über Dresen herausgefunden und ihn damit erpresst. Aber wenn das stimmt, dann müsste im unterschriftsreifen Vertrag doch eine deutlich höhere Summe als 1,6 Millionen Euro stehen. Lass uns zum Notar gehen und den Vertrag besorgen. Wollten Sie für das Hotel bezahlen? Sie, Andreas, ich habe damit nichts zu tun. Machen Sie sich nicht lächerlich. Also? Ich denke, das ist allgemein bekannt. 1,6 Millionen, ist das richtig? Ist das der richtige Betrag, Herr Markowitz? Soweit ich unterrichtet bin, ja. Können Sie diese Summe bestätigen, Herr Dresen? Oder war es vielleicht doch ein bisschen mehr? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Das hier ist der unterschriftsreife Originalvertrag, den wir beim Notar beschlagnahmt haben. Darin steht als Kaufsumme 2,3 Millionen. Das ist eine Differenz von 700.000 Euro. 700.000 Euro, von denen Sie anscheinend nichts gewusst haben. Da ist noch die freie Hand. Freie Hand, Ihr Geld zum Fenster rauszuwerfen? Wunder, hat so viel verlangt. Für weniger hat er nicht verkauft. Ach. Wie haben Sie den Eindruck, dass Sie von Mundorf erpresst wurden? Das ist absolut nicht richtig. Ich habe die Verhandlungen mit Mundorf nach bestem Wissen und Gewissen geführt. Lass uns gehen. Die Herren haben sicher noch einiges zu bequatschen. Wusste nichts von den 2,3 Millionen. Und Dresen hätte diese 700.000 Euro, die Mundorf mehr verlangt hat, niemals auftreiben können. Also hatte er keine andere Wahl, als Mundorf vor der Vertragsverhandlung zu erschießen. Für den Mord und den Weg zum Notar hat er ziemlich genau 30 Minuten. Da kann er nicht zu Fuß gegangen sein, wie er behauptet hat. Ja, gut, hat er das Taxi genommen und ist mit dem Fahrrad gefahren. Das kriegen wir raus. Was ich viel interessanter finde: Womit wurde Dresen erpresst? Wir müssen noch mal Mundorfs Arbeitszimmer auf den Kopf stellen. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Hinweis auf die Erpressung. Irgendwas, das wir übersehen haben. Lass uns zurückfahren und Dresen holen. Wir nehmen den in die Mangel. Du meinst, er gesteht, weil du so schöne grüne Augen hast, hm? Wir kochen ihn weich. Ohne Beweise sagt er gar nichts. Wir wissen noch nicht mal, wonach wir suchen sollen. Doch. Irgendwas, das Mundorf auf seinem Handy gespeichert hat. Thank you.
Hallo. Jule? Jule, was ist denn? Mach die Tür auf, Jule. Brauchst du einen Arzt? Nee, Mama, ist alles okay. Ja, hallo. Marion Ahrens. Wir würden uns gerne im Arbeitszimmer Ihres Mannes umsehen. Jetzt noch? Können wir kurz reden, Frau Mundorf? Ja, ich komme runter. Also, ich weiß nicht, Ihre Kollegen haben das schon alles durchsucht. Routinemäßig, ja. Aber da wussten wir noch nicht, dass Ihr Mann Dresen vermutlich erpresst hat. Haben Sie eine Idee, was Ihr Mann von Dresen wusste? Etwas, was ihm schaden konnte? Nein, weiß ich nicht. Ich muss wieder hoch. Ist was passiert? Nein, nein. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja. Ich lasse mir nur oben ein Bad ein. Gibst du dem Tresor einen Schlüssel? Ihre Kollegen haben alles durchsucht. Bitte. Ja, ich hole einen, aber es kann eine Weile dauern. Jule? Was wird denn das? Pizza. Ich hab so einen Hunger. Und was machen wir für eine? Es gibt Oliven, Thunfisch, Tomate. Weißt du, dass ich dich immer bewundert habe? Für deine Stärke, deine Frechheit. Du wusstest schon als Kind immer ganz genau, was du willst. Aber Schwäche zeigen ist auch eine Art von Stärke. Muss hart bleiben. Na, die werden sich an uns noch die Zähne auspressen, du. Das reicht. Jetzt bei Tomaten. Tillmann. Der sitzt noch. Ja, und? Er hat gesagt, dass er dich liebt. Sag mal, wie lange braucht ihr eigentlich, um diesen blöden Schlüssel zu finden? Diese Sucherei macht mich ganz nervös. Schlüssel. Machen Sie mal bitte auf. Danke.
sind die Pläne für den Wellnessbereich. Mhm. Ansonsten leer. Also, wenn Sie nachher gehen, können Sie einfach die Tür hinter sich zuschlagen, ja? Wollten Sie nicht baden? Ist Ihnen was dazwischen gekommen? Nein. Doch, ich habe mit meiner Tochter Pizza gebacken. Jetzt noch. Ich muss hoch. Nimm mal. Frau Mundorf, wo ist Christian? Weiß ich nicht. Aber Herr Dresen und Christian kennen sich doch sehr gut. Ich weiß es nicht, weiß gar nichts. Vielleicht weiß er, womit Dresen erpressbar ist. Mit Sicherheit nicht. Bitte lassen Sie doch meine Kinder in Ruhe. Hallo. Hier ist Mundorf. Frau Mundorf, was kann ich für Sie tun? Haben Sie noch mal über mein Angebot nachgedacht? Ja. Heißt das, wir kommen ins Geschäft? Frau Mundorf, sind Sie noch da? Ja. Das ist eine sehr gute Entscheidung, Frau Mundorf. Sie werden es nicht bereuen. Wo und wann sehen wir uns? Morgen, 14 Uhr, im Hotel. Marian, das bringt doch nichts. Lass uns aufhören. Wir reden morgen mit Christian und dafür, da muss halt Victor noch mal kommen. Gut. Aber vorher gehe ich noch mal auf Klo. Auf Klo? Ist passiert, Frau Mundorf? Nein. Geht es Ihrer Tochter nicht gut? Jetzt nicht. Ich habe hier eine E-Mail-Adresse gefunden. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Was hast du denn da? Ich glaube, Julie ist vergewaltigt worden. Was? Von wem? Ich habe nicht mit ihr gesprochen. Wieso nicht? Ihre Mutter ist jetzt bei ihr. Ja, dann gehen wir rauf und reden mit ihr. Wir sollten sie für heute in Ruhe lassen. Wenn es stimmt, was du sagst, müssen wir ermitteln.
Erstens bin ich mir nicht sicher. Und zweitens haben die beiden ein Recht auf Privatsphäre. Im Gegensatz zu Viktor. Der soll sofort ins Labor und die Klamotten untersuchen. Die E-Mail-Adresse überprüft? Ich schlage mich gerade mit dem Passwort rum. Was ist mit dem Fußballverein? Sehr beliebt bei Männern. Vielen Dank für den Tipp. Na. Und? Sind das Spermaflecken? Ja. Von zwei Männern. Ich fahr zu ihr. Sie wurden vergewaltigt. Vergewaltigung ist ein Offizialdelikt. Wir werden dem nachgehen, ob Sie Anzeige erstatten oder nicht. Ich kann die Augen nicht mehr zumachen. Zum Verrücktwerden. Es waren zwei. Wie sahen die aus? Die hatten Helme auf. So eine scheiß Nazi-Klamotten. Hilfe! Der eine hatte einen dicken Eiterpickel am Hals. Wir laden alle, die in Frage kommen, zum DNA-Test. Wir finden die. Dieses Arschloch von Dresen hinter. Was ist mit Oliver? Was? Oh mein Christian, fick dich. Ihre Schwester wurde von Neonazis vergewaltigt. Sie lügt. Warum erzählst du sowas? Das ist echt das Letzte. Wie geht's dir? Aus unserem Segelturn am Sonntag wird wohl jetzt nichts. Du hast dich verzockt, deine Firma, deinen guten Ruf, alles. Tja, beneidenswert. Jetzt bin ich endlich frei. Mal? Na, immer noch Probleme mit dem Passwort? Rutsch mal. 911. Ich sitze hier Stunden und nichts passiert. Von Jule. Oh, sieht so aus, als hätte Mundorf hier eine Datei deponiert. Das hat er mit dem Handy gemacht und dann an seinen E-Mail-Server geschickt, damit Dresen nicht drankommt. Da steckt er also dahinter. Ich fass es nicht. Deswegen musste Mundorf sterben. Nur weil er dahinter gekommen ist, dass Dresen und sein Sohn, der hat versucht, aus der Homosexualität seines eigenen Sohnes Kapital zu schlagen.
Wir gehen in den Frühstücksraum. Guten Tag, Frau. Ja? Ahrens Herz, Kripo Lübeck. Wir wollen zu Herrn Dresen. Herr Dresen ist nicht hier. Wo ist er denn? Das weiß ich nicht. Nein, Sie sagen mir sofort, wo ich Herrn Dresen finde. Oder wir stürmen Ihren Berghof und legen alles in Schutt und Asche. Dagegen war der Angriff der Alliierten ein Zuckerschlecken. Ist das klar? Er ist bei Frau Mundorf. Frau Mundorf? Setzen Sie sich. Los, machen Sie schon. Seien Sie doch nicht so streng mit mir, Frau Mundorf. Ich finde das ganz fantastisch, dass wir endlich miteinander ins Geschäft kommen. Ist ja auch völlig im Sinn Ihres Mannes, meinen Sie nicht? Warum setzen Sie sich denn nicht? Sie sind ja richtig gut gelaunt, so siegessicher. Sie haben wohl gedacht, Sie vergehen sich an meiner Tochter und ich knicke ein. Haben Sie sowas gedacht, ja? Wie bitte? Ich meine das mit Jule, das hätten Sie nicht machen dürfen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das hier ist der Vertragsentwurf. Den können Sie sich noch mal in aller Ruhe durchlesen. Für welche Zeit soll ich denn den Termin beim Notar machen? Sie haben keine Moral. Überhaupt keine Skrupel. Wie wäre denn 16:30? Dann haben Sie noch ein bisschen Zeit. Wie kann man so scharf auf eine Ideologie sein, wenn wir die Schwule der letzte Dreck sind? Wir sehen uns beim Notar. Verachten Sie meinen Sohn auch dafür, dass er mit Ihnen schläft? Antworten Sie mir. Ich mag Ihren Sohn. Aber es gibt Ideen, die sind größer als man selbst. Ja? Ja. Er wird sicher erfreut sein, wenn er hört, dass der Mann, den er liebt, seinen Vater umgebracht hat. Und dass er irgendwelche Dreckskerle dafür bezahlt hat, seine Schwester zu vergewaltigen. Also Frau Mundorf. Ich muss es ja nicht erfahren. Nicht? Das wird er nämlich nicht vertragen. Das werden Sie ihm noch nicht antun wollen, Frau Mundorf. Wir werden uns schon irgendwie einigen, meinen Sie? Sind Sie verrückt geworden? Glauben Sie wirklich, wir beide können uns irgendwie einigen? Setzen Sie sich hin! Ja. Frau Mundorf. Jetzt Ruhe. Beantworten Sie mir eine Frage. Hat mein Mann Sie angesehen, als Sie ihn... Hat er Sie angesehen? Hat er Sie angesehen? Nehmen Sie die Waffe runter. Hat er Sie angesehen? Bleiben Sie ruhig, Frau Mundorf. Seien Sie ehrlich, nur einmal. Geben Sie mir die Waffe. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Hat Kaspar Sie angesehen? War einfacher, als ich dachte. Los dann, drücken Sie da ab. Wissen Sie, wie es ist. Herr Dresen, stehen Sie bitte auf. Wir verhaften Sie unter dem dringenden Verdacht, Kaspar Mundorf ermordet zu haben. Stehen Sie auf. Wegen Anstiftung zur Vergewaltigung an Jule Mundorf. Schreckschusspistole. So. Oh.
Thielmanns Akte ist unvollständig. Ich weiß. Der Mitschnitt der Mailbox-Aufzeichnung ist weg. Das Betrugsgeständnis genauso. Ich weiß. Ich habe das jetzt einfach nicht gehört. Na los, beeil dich. Ich habe einen Tisch bestellt. Ich kann richtig schick essen, ja? Viel Spaß. Ich will lieber nach Hause. Aber ich dachte... Ich brauche jetzt erstmal Sex. Milden, hemmungslosen Sex. Hemmungslosen Sex? Geht es denn überhaupt? In Ihrem Zustand? Je Olle, je Dolle. Tschüss.